Moin Jungs, da bin ich wieder. Jetzt gibt's erstmal kollektives Statistiken kontrollieren von der Criminal Mastermind, ob das auch alles passt oder ob die Statistik wieder zurückgesetzt wurde. Das kontrollieren wir jetzt gerade. Oh, das sieht schon mal gut aus. Oh, was mache ich? So, jetzt da. Sehr schön. Ah, das sieht doch schön aus. 8 von 26. Darauf lässt sich aufbauen. Also, wir haben noch einiges vor uns. Wir starten jetzt mit dem dritten Heist mit Human Labs. Heute ist auf jeden Fall der Dave wieder mit dabei als Co-Moderator. Oh, da hat er sich schon zu Wort gemeldet. Sehr schön. Zimmerservice. Hey, Björn. Und es geht. Alles klar bei dir? Wundert euch jetzt auf jeden Fall bitte nicht. Ich musste die Audiospur entfernen, sonst hätte ich dieses Video wegen Urheberrechtsverletzungen nicht hochladen dürfen. Und deswegen habe ich einfach ein anderes Lied genommen. Hauptschule, 666 an der Tafel. Erstmal was Schickes anziehen hier. So, Dave, sag auch mal was. Du bist doch auch dabei. Ja, hallöchen. Ja. Oh Mann, das war scheiße. Ich weiß. Eins, zwei. Warte. Dave, ausgelacht. Ja. Wenn du schon so fragst, dann muss man ja recht wieder lachen. Pascal macht. Ah, warte mal ganz kurz. Pascal! Nee, der andere. Pascal, Nick. Ach, leck mich am Arsch. Niklas, hör auf. So, jetzt hab ich. Nee, Pascal, hör mal jetzt ernsthaft auf und geh raus, okay? Ich will jetzt echt meine Ruhe haben. Nur für 15 Minuten, du kennst das. Also, jetzt hör auf. Jetzt geh raus und 15 Minuten, jetzt geh raus. Und ich nerv mich nicht. Das ist ja schlimmer als. Ja, ich ruf dich dann, dann darfst du auch dein Rennen fahren und jetzt zisch ab. Los, mach Tür zu. Ja, dann mach die Tür zu und. Oh. Ich kann mich sehr gut durchsetzen. Ich hab gesagt, ich will nicht gestört werden, wenn ich mein Zimmer sauge. Normalerweise mache ich das für mich. Ich mache mal das Fenster zu. Ich mache die Tür zu. Bin dann ganz allein für mich. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall auf den Punkt angekommen. Daniel und Björn, die begeben sich schon auf ihre Position. Ja, Daniel wieder knallhart. Hin zeigen, wo er hin muss. Also, und Björn muss ja auch noch einen Weg zeigen. Der das Finger. Auch noch. Ja, hier, riech mal dran. Stinkt. Weiter. So. Jetzt fällt mir gar nichts mehr ein. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen kann. Aber jetzt kommt da gleich die Tussi. Und dann wird's ja. Ja, genau. Jo, da schau her, wir kommen halt. Fährst mal, wer kommt? Okay, weiter. So. Aber Dave, baggerst du diesmal nicht an, weil du weißt ja, wie das letzte Mal geendet hat. Ja, ich werde mich zusammenreißen, aber du weißt ja, wie ich bin, wenn ich in der Nähe von Frauen bin, dann krieg ich mal an. Oh Gott, ich glaube, sie kommt schon. Ich merke das schon. Ich habe das so eine Aura. Nee, wenn sie dich sieht, wird sie mit Sicherheit nicht kommen. Also, das wäre gerade die erste Frau, die kommt, wenn sie dich sieht. Solange sich da keiner extra umbringt wegen mir, ist alles in Ordnung. Ja, noch nicht. Ich habe schon ein heißes Schnittchen. Aber ich glaube, sie mag mich. Ich glaube, sie mag mich. Ja, deswegen dreht sie sich auch weg. So, also der Daniel, der kümmert sich um die Straße, Björn ja. Um die restlichen. Da schon der erste Tote. Ja, das war nicht der Daniel. Also ich hoffe es mal nicht. Das war ja nicht, ich glaube mir. So, wir fangen an und ja, im Grunde ist schon alles tot, weil Daniel hat halt. Ja, Daniel ist halt Daniel. Ja, der hat einfach mal aufgeräumt. Ja, der hat einfach mal kurz Hallo gesagt und dann wussten die auch schon gleich, was Sache ist. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Kommt aus dem Hotel, das liegt direkt an mir. Zuerst lag ich in einem Ei. Der Schnappi schnappt mich frei. Sind auch rückwärts gleich auf uns zugelaufen, weil die wollten einfach nicht Daniel sehen, weil sonst wären sie zu Stein. Multikill.
Aber wo fährst du hin? Wir haben doch mal so Regeln aufgestellt. Ja, genau, die Regeln, die ich eigentlich sogar aufgestellt hatte eigentlich noch. Ne? Ja, richtig, mit deinem Blog. Dass wir halt immer zusammenbleiben, ja. Keiner bleibt zurück. Dave fährt nicht. Dave fährt nicht. Das Schlimme ist, alle diese Regeln, hat nur einer gebrochen in diesem Moment im Grunde. Aber man muss halt auch dazu sagen, ja, aber Regeln sind halt da, um gebrochen zu werden. Und ich wollte nur mal zeigen, in diesem Moment, was passiert, wenn man sich nicht an Regeln hält, ja? Alles ist ein Desaster. Alles, ja, kritisch. Ja, gut, dass du gesagt hast, dass Regeln dazu da sind, gebrochen zu werden. Du hast Knochen, oder? Knochen sind doch auch da, um gebrochen zu werden, oder war das... Oder ist das ja, falsch? Aber ich wäre vorsichtig. Du bist größer als ich. Esse ich jeden Tag 3 Packungen Fruchtzwerge. Hey. Ja. Nichts gegen mich. Ich will das nicht als Drohung sagen, ne, aber... Ja, auf jeden Fall, wir müssen jetzt zurück zum Apartment fahren. Die Mission ist schon fast rum. Daniel und Björn, die haben sich da hinten alleine rumgeschlagen. Ja, wir sind halt schon mal vorgegangen. Es ist eigentlich auch nicht nötig, den beiden zu helfen. Im Grunde ist es wichtig, dass sie uns helfen, weil Björn ist einfach unbesiegbar, der ist der Endgegner, also... und Daniel stirbt einfach nicht. Und Daniel kann gar nicht sterben, das ist ja das Problem. Also Daniel ist eigentlich auch nur bei uns, damit wir nicht so alleine sind, damit wir überhaupt spielen können, weil man braucht ja viel. Außer Daniel, er ist der erste Mensch, der es geschafft hat, in GTA die Mastermind alleine durchzuspielen, also komplett alleine, ohne andere. Zweimal. Zweimal. Und hat beides Mal das Geld bekommen. Nicht nur beim ersten Mal. Ja, auf jeden Fall, wir sind beim Ende angelangt. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Dave, sag noch Tschüss. Ciao. Bis dann.